Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo vor dem aktuellen Let's Play. Und zwar haben viele von euch gefragt, wie sie Produktion schneller machen können, damit sie in Zukunft bei einfacher Spielgeschwindigkeit auch ein bisschen was produzieren. Deswegen zeige ich euch jetzt in der ersten Minute, wie das Ganze funktioniert. Also sucht euch die Produktion aus, die ihr beschleunigen wollt. Ich nehme jetzt das Beispiel einfach mal die Düngerproduktion. Die nehmt ihr euch am besten aus dem Mod-Ordner raus und fügt sie bei euch irgendwo zum Beispiel auf dem Desktop ein. Dann müsst ihr das Ganze entpacken mit win.rar oder winzip, mit einem Programm, was Archive entpacken kann. Einfach so entpacken, ist dann auch auf dem Desktop drauf. Jetzt wird er schwarz. Okay, das ist bei mir auch ein komischer Grafikfehler, den ich auch so noch nicht genau nachvollziehen kann. So, dann haben wir das Ganze sozusagen hier entpackt. Aber ich glaube, das war auf dem falschen Bildschirm, ne? Ich mach das nochmal. Also winrar, winzip sieht dann irgendwie so aus. Dann entpacken nach. Auf dem Desktop packe ich das bei mir einfach. Ja, jetzt muss ich es natürlich ersetzen, weil ich habe es schon einmal drauf. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo er sich bei mir auf dem Desktop versteckt. Da haben wir, packe ich euch hier rüber, Fettmods, Dünger. So, den ganzen öffnet ihr einmal und dann habt ihr hier eine Düngerherstellung XML-Datei. Dort geht ihr einfach rauf, öffnet sie mit Notepad oder mit, was, wenn ihr nicht Notepad habt, könnt ihr euch umsonst runterladen. Ihr könnt aber auch alternativ nutzen, öffnen mit Editor. Das ist völlig egal, was ihr nehmt, das hat eigentlich jeder. So, hier habt ihr ein paar Werte, die erkläre ich euch jetzt gar nicht. Und wichtig ist für euch dann eigentlich nur das, was pro Minute gemacht wird. Liter per Min ist der Eintrag. Liter pro Minute, also ganz einfach. Wenn ihr da jetzt aus der 50 eine 500 macht, ist er 10 mal so schnell und ihr macht pro Minute 500 Liter. In der Fünffachgeschwindigkeit natürlich völlig übertrieben, dann habt ihr pro Minute 2.500 oder so. Aber wenn ihr in einer einfachen Spielgeschwindigkeit spielt, 50. Ich lasse es hier auf 50, ihr könntet jetzt aber, obwohl ist es ja egal, ich muss ja nicht. Ne? Also ich mache jetzt hier als Beispiel 500 raus, speichere das Ganze. Und jetzt habe ich ja, zeige ich euch, das ist ganz logisch bisher, glaube ich. Jetzt habe ich ja einmal, ich mache das alles wieder dicht, das ist mein normaler Mod-Ordner hier. Der hier, ganz normaler Mod-Ordner. Hier habe ich das Teil, was ich gerade eben entpackt habe, das ist der hier. Und der ist dann zu so einem Ordner geworden. So. Und jetzt habe ich es ja geändert, aber nur in diesem Ordner. Nicht, also hier, ne? Wir nehmen hier alles, packen das in das Entpackte. Hier rüber. Ne, nicht in die Mods bisher, sondern hier rüber. Dann okay. Dann verpackt er das alles einmal neu. Kann ich das beide schließen. Jetzt habe ich hier diesen Mod. Da habe ich es jetzt gerade reingeschoben, das was hier vorher drin war. Habe es also sozusagen neu wieder verpackt, meine Änderung. Wenn ich meine Änderung jetzt in den Mod-Ordner wieder schiebe, wird er sagen, jo, bitte ersetzen. Sagt man ja, bitte ersetzen. Dann startet ihr das Spiel einfach wieder. Braucht keinen neuen Spielstand. Das ist ganz einfach so. Beim nächsten Mal ist die Produktion viel, viel schneller. So, bei mir wird es jetzt nicht funktionieren, weil ich im Spiel noch aktuell drin bin. Daher machen wir ganz einfach löschen. Ich brauche die Datei nämlich nicht, aber ihr solltet es hoffentlich so auf die Schnelle nachvollziehen können. Und wer aufmerksam war, hat vielleicht schon den ein oder anderen, zumindest eine neue Produktion entdeckt, die ich euch aber erst in den nächsten Tagen dann hier aktiv vorstellen werde. Wir wechseln mal den Bildschirm, gehen rüber wieder zur LS. So, müsste im Moment kommen. Da sind wir. Spiel neu gestartet. Warum Spiel neu gestartet? Da ich jetzt auch gerade zwischen den Folgen einmal den Stall bearbeitet habe und mal hoffe, dass der Gülle-Trigger jetzt so groß ist, dass wir da auch Gülle rauskriegen. Das ist ja unser Problem gewesen. Oder zumindest ein Problem, was ich bisher vermutet habe. Warum wir die Gülle nicht rauskriegen, weil der Trigger ein bisschen zu klein ist und man den nicht 100% trifft. So, ne? Ich werde erstmal die Düngersteuer wieder auf Reisen schicken. Abfahrer einstellen. F0 Düngen hat er ja noch drauf. Abfahrer einstellen, auch viel Spaß. Wir sind gleich fertig. Ach, das lohnt ja fast gar nicht mehr wegzuswitchen. Es lohnt auch tatsächlich nicht mehr wegzuswitchen. Welt 9 ist sogar schon fertig. Gerade in dem Moment. Wollen wir jetzt nichts abfahren lassen, danke. Den hat er noch richtig gut drin, ne? Wollen wir jetzt mit dem dann oben weiterfahren? Weil wir sind ja in der Nähe von 765. Gucken wir noch mal, was wir da noch holen können. Erstmal abschließen. Feld 17 düngen. Feld 9 düngen. 18 haben wir für unten. Und hier wäre als nächstes die 7 dran. Wobei haben wir auch die 10 drauf. 10 ist auch drauf. Ist besser. Das akzeptieren. Wir nehmen einfach die ganze Ecke hier oben mit, oder? Er hat auch noch so viel Dünger drin, dass wir das eigentlich alles machen müssten. Können mit einer Ladung. Ballen pressen auf 4, ist natürlich krass. Wo, was für Ballen? Silageballen oder? Heuballen.
Ja, aber auch, weil wir brauchen ja auch viel Heu, aber wir haben so viel Gras selbst. Ich glaube, das tut nicht zwingend Not. Gut, also wir werden die beiden Düngerstreuer jetzt einmal wieder ansetzen. Dann werden wir checken, ob der Trigger bei unseren Kuhställen jetzt größer geworden ist. Dann gucken wir mal, was die Mischbrüderfabrik so fabriziert hat. Die Düngerfabrikation und die Flüssigdüngerfabrik. Wir haben ja schon einiges jetzt am Laufen. Das ist ja auch so ein kleiner Performance-Test, ne? Und auch ein Stabilitätstest. Bisher sind die Tests natürlich, was das angeht, ja noch ganz am Anfang. Aber deswegen, wenn es zu Fehlern kommt, sind sie dafür da, um behoben zu werden. Aktuell läuft aber alles gut. Düngen. Düngen auf der 10. Auf die andere Ecke. Am ersten, bitte. Falscher Kurs? Ne. Ja, doch. Okay. Tschüss. Dann Abfahrer entlassen. Doch nicht wieder zur falschen Ecke fahren. Wir müssen jetzt hier rüber. Was rausschmeißen? Ich muss nochmal Kursplay wieder updaten. Ich bin jetzt bei der Version 2.05. Wie weit ist denn Kursplay jetzt eigentlich? Einige von euch sind da ja ein bisschen tagesaktueller. Bestimmt schon 220 oder so, oder? Könnt ihr gerne reinschreiben, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr wisst, welche Kursplay-Variante wir aktuell. Also welche man aktuell haben könnte, sagen wir es mal so. Düngen auf der 18. Hammer, Hammer. Einstellen am 1. Guck mal, die sind in Arbeit. Lass uns mal kurz unser Wachstum checken. Nicht, dass unser Mais schon gewachsen ist und wir... Doch, ist gewachsen. Muss gedüngt werden. 1 und 15 müssen bei nächster Gelegenheit gedüngt werden. Gras fehlt noch eine Wachstumsstufe, brauchen wir nichts machen aktuell. Gut. Also wir wollten mal gucken, was hier so am Hof los ist. Unsere Düngerproduktion produziert noch hervorragend Dünger. 20.000 Liter haben wir, die können wir auch tatsächlich zur Not auch verkaufen. Wenn wir jetzt mal in unser Menü reingucken für Dünger, kriegen wir aktuell Bestpreise bei... für Tausender bei Reifeisen. Das ist auch schon Geld, was da blummert. Was mich jetzt aber interessiert, was die Gülle und dieses Universaltankfass zusammen macht oder was es zusammen nicht macht. Ich sage euch gleich, wenn ihr euch noch erinnert, ich hatte euch in der letzten Folge den Trigger gezeigt, wie groß der ist. Der ist nicht besonders groß gewesen. Bin ich kurz hingegangen, habe das Teil einmal entpackt, einmal geöffnet und den Trigger vergrößert, in der Hoffnung, dass wir ihn jetzt hier größer wieder vorfinden. Das ist nicht der richtige gewesen. Nee, ist nicht der richtige gewesen. Weil ich habe den ohne Kuhweide verändert, nicht den mit Kuhweide. Ganz dämliches Ding, ganz, ganz dämlich. Ich habe ja mit Kuhweide. Schön blöd. Gut, also das Rätselslösung. Können wir dann theoretisch erst morgen erfahren, ob das Ganze was gebracht hat oder nicht. Das jetzt auch noch zu zeigen. Ich kann kurz erzählen, wie man es macht. Man entpackt natürlich diesen Archiv, wo der Kuhstall mit drin ist. Nimmt denn den Kuhstall mit Big, mit Weide. Das war jetzt auf jeden Fall mein Fehler. So, geht man einmal rein. Kannst auch einmal, ja. Geht dann, sucht sich den Trigger raus, wissen wir ja, wo er ist. Klickt den einfach an, dann wird er angezeigt und den machen wir auf größer und verschieben ihn ein Stück, weil sonst wird er an der falschen Stelle sein. Durch die Skalierung in der Größe würde der sonst, ne, ist er woanders. Und dann schieben wir den ein bisschen weiter Richtung Tor, weil da ist ja nicht dieser Wasserträger im Weg. Der Wasserträger ist auch deutlich länger und größer da. Okay, komisch. Ja, das ist es schon gewesen. Ich speichere das Ganze. Ich weiß, ihr seht es nicht, aber ich habe es euch erzählt und ich glaube, man kann das fast nachvollziehen. Jetzt kann ich es aber nicht verpacken, weil ich aktuell im Spiel bin. Würde ich aber für die Folge morgen dann nochmal versuchen, dran zu denken und euch das dann nochmal neu zu präsentieren. Sorry. Also das bringt uns aktuell schon mal nichts. Macht aber auch nichts. Wollte noch mal gucken, Flüssigdünger haben wir auch schon 2.900 und Flüssigdünger könnten wir ja auch verkaufen, das ist der gelbe hier, für 1.107 oder 785. Da werden jetzt einige sagen, warum sollte ich das denn verkaufen? Da kriege ich ja teilweise fast weniger als bei normaler Dünger. Stimmt, aber hier muss man ja auch sagen, hier verbraucht man ca. 25% Dünger und 75% Wasser. Also es macht schon Sinn, ne? Diese Produktion laufen zu lassen und nachher vielleicht Flüssigdünger versuchen zu verkaufen. Das wäre ja auch nochmal ein Versuch für heute, oder? Weil dieser Flüssigdünger ist noch nicht komplett durchgetestet.
Deswegen ist es auch alles noch nicht freigegeben und es gibt es ja, wie gesagt, dann auf der Map, auf der Marsch-Version 1.8. Oh nein. Glück gehabt. Wird Flüssigdinger dann dabei sein. Schweinefutter hat ja Shelly schon auf Twitch getestet, im Stream, hat funktioniert. Schweinefutter ist ja ein bisschen aufwendiger und ich habe es leider immer noch nicht aktiviert, deswegen kann ich es euch noch nicht zeigen. Aber auch das bespreche ich dann für morgen. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir mit dem Tank, weil der ja eigentlich der LSFM-Tank soll ja Flüssigdünger fähig sein, oder? Ist der hier? Hm, ja, doch, das Symbol ist da. Ich wollte es gerade schon sagen. Da fällt mir auch gerade auf, in dem Zuge. Ich glaube, ich muss mich nochmal ransetzen an die Symbole, ne? Was ist denn das da? Das eine sagt, die ist AdBlue, genau. Weiß ich gar nicht, ob man das auch tanken kann und wie man das verwenden kann oder ob man es nicht verwenden kann. Weiß ich nicht. Und das andere hier ist Wasser. Der Wassertropfen hier ist noch nicht wirklich schön. Da muss ich vielleicht auch noch mal austauschen. Ja, weil ihr seht jetzt ja schon den Wassertropfen eigentlich hier vorne. So sollte der dann natürlich auch dort aussehen, damit wir einfach, das wird so einheitlich werden diesmal bei mir auf der Marsch, dass wir einfach immer top genau diese Symbole hier eben auch haben, wie wir sie drin haben. Auch der Burning Gamers, der Werner war ja schon mal angetan von den Symbolen, so wie ich das gehört habe. Und es ist natürlich auch schick. Wenn das Spoiler. So, dann wollen wir mal gucken, ob dieser Trailer das akzeptiert, was er sollte. Frage ist nur, wo. Und da wir Probleme auch mit Gülle haben bei dem, würde ich jetzt auch nicht unbedingt darauf wetten, dass er heute Flüssigdinger nimmt. Geht aber. Starten. 3.500 Flüssigdünger. Zu langsam, oder? Flüssigdünger Beladung. Zu langsam. Muss ich schneller machen. Produkte flüssigen Dünger. Ihr habt ja gesehen in der Folge, wie man die Produktionsgeschwindigkeit ändert. Und ein Stück weiter. Erstmal gucken, oben oder unten. Je nachdem, wie man es eingegeben hat. Da ist die Produktion, da ist der Verbrauch. Bin ich gerade nicht auf die Schnelle. Aber es ist typisch, wenn man so davor sitzt, dann guckt man und guckt und man sieht gerade die Einstellung nicht. Ich wollte jetzt stundenlang rumsuche. Vielleicht ist ja gar keine Geschwindigkeitseinstellung drauf. Okay. Doch da, 4 Liter per Second. 75 Liter aktuell. Machen wir mal 250 Liter pro Sekunde, kann das in Zukunft verfüllen. 4 Liters per Second heißt der Spaß. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, ob unsere Verkaufsstationen das auch akzeptieren hier auf der Marsch. Reifeisen 1100. Ich weiß, es lohnt eigentlich nicht, aber ich muss es gerne wissen. Ich glaube, ihr wollt es auch gerne wissen, oder? Ob schon funktioniert. 71.000 Mischfutter haben wir schon wieder. Wie geht's denn den Kühen? Also noch im roten Bereich, aber wir könnten das ja aufteilen, ne? Eine volle Ladung und dann aufteilen. Relativ sauber ist es noch. Warte mal. Ja, egal. Die Pferde müssen wir noch wegbringen. Erstmal testen wir das Flüssigdüngerverkaufen. Ich weiß, das sind nur 4.000 knapp, die wir einnehmen. Darum geht es jetzt auch nicht. Es geht wirklich nur ums Prinzip. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Jetzt habe ich hier noch mehrere Fenster im Weg vom Ändern gerade eben. Ich habe, wie gesagt, die Geschwindigkeit schon geändert. 4 Liter per Second. Das gilt auch für euch natürlich, wenn ihr andere Produktionen habt, wo ihr merkt, ah, das ist mir ein bisschen zu langsam. Gleiches Prinzip wie am Anfang des Videos. Ihr könnt das Ganze entpacken und die Werte ändern und wieder verpacken. Und wenn ihr das alles richtig macht, dann funktioniert es. Gut, oder? So. Ja, hier ist ja auch Platz für eine weitere Mischfutterfabrik, ne? Wisst ihr? Habt ihr, glaube ich, mitgekriegt. Und irgendwann sagte auch, dass es hier nicht passte. Also da ist wahrscheinlich dann der irgendwie Map-Wechsel-Version nicht richtig gelaufen. Weil von 1.2 auf 1.3 oder von 1.3 auf 1.4
habe ich die ein bisschen weiter rausgezogen hier. Das müsste man schon machen, ne? Flüssigdinger verkaufen und wir kriegen Geld. Check. Flüssigdinger auf der Marsch, kann produziert werden, kann verkauft werden. Nice. Ach, jetzt will mein Monitor sich gleich wieder abschalten. Kommt nicht in Frage. So, 4147 für Flüssigdinger und das ist halt eine Produktion, die läuft jetzt schön. Und irgendwann fahren wir mal eine richtige Ladung weg. Weil es wird wohl noch dauern, bis wir uns diesen dicken Spritzenwagen leisten können. Weil mit dem Geld, was wir jetzt durch die Pferde ja verdienen werden, das wird viel werden. Das brauchen wir aber auch alles für einen Häcksler. Ein Häcksler kostet ja richtig Geld und wir wollen keinen mieten. Ich will gleich einen Eigentumshäcksler haben. Und dementsprechend brauchen wir da auf jeden Fall was Ordentliches. Der Mais ist gewachsen, das sehen wir jetzt auch. Und wir müssen dann mal gucken, dass Düngerstreuer... Na gut, wir haben noch mehr Wachstumsstufen, also in Panik brauchen wir nicht geraten. Ich denke, dass wir erst diese Mission noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Die Helfer da auf den Feldern. 10 wird gemacht aktuell und 18 wird gemacht. Gülle-Geschichte werde ich dann... Oh, ich weiß gar nicht, wenn ich das mache. Muss überlegen. Ja, werden wir nächste Folge machen. Nächste Folge ist aber nächste Aufnahmesession. Das schaffe ich jetzt heute nicht mehr. Denn wir sind am Ende der heutigen Folge, liebe Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und natürlich hoffe ich immer, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn ja, doch gerne ein Like und Kommentar da lassen. Vielen, vielen Dank. Mir machen die Produktionen wieder richtig Spaß. Auch, wie gesagt, das hier, dass wir das verkaufen konnten. Und durch 66.000 Liter und 19.000 Liter Dünger wird jetzt hier in Zukunft auch eine ganze, ganze Menge entstehen. Genau, beim nächsten Mal muss ich testen, dass ich das Zeugs hier abkippen kann. Das ist dieses Tipp, also hier überall abkippen, weil das soll schon gerne funktionieren. Muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwas nicht aktiviert habe, was eigentlich schon funktionierte. Aber kann halt sein, dass da, wie gesagt, weil er das erklärt, ich musste zwischendurch zurücksetzen, dass da irgendwo ein Fehler reingeraten ist. Ansonsten gucke ich gerade die Log-Datei durch bei mir, ist alles sauber. Da sind andere Mods, die noch Fehler verursachen. Damit hat, ja, okay. Da muss man dann nochmal gucken. Insgesamt, liebe Leute, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und dann viel Spaß natürlich weiterhin mit den ersten Produktionen. Die weiteren werden folgen und der Farmer Schubi hier. Nochmal vielen, vielen Dank natürlich für die Zusammenarbeit. Ihr seht auch, die Farbe der Displays hat sich geändert, ne? Fällt mir gerade ein, die sind jetzt schwarz. Ihr seht es ja hier, die Displays haben sich geändert. Also von daher, vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.